einen Beitrag geliefert hat. Bevor ich die Bühne für euch freimache zum Ablauf des Abends, erst also der Beitrag vom Bühtheater und dann das Referat und auch Darstellung von Gedichten durch den Thomas. Dann werden wir eine Pause machen und anschließend noch Diskussion. Und ich glaube, ich brauche es nicht extra sagen, dass wir hier drinnen nicht rauchen, weil sonst ist einfach zu klein, das sagt ein begeisterter Raucher. Ich weise dann noch hinten auf unseren Büchertisch, es sind zwei Ausgaben von der Jungen Welt, in denen Beiträge von Thomas Metscher zu Brecht beinhaltet sind. Und auch die Sonderausgabe von der Jungen Welt zu Bert Brecht. Und ansonsten noch ein bisschen von der DKP, unter anderem auch unser neues Programm. Ihr könnt euch in der Pause dann gerne mal da ein bisschen drüber machen. Und jetzt bitte ich das Ü-Theater auf die Bühne. Ich will jetzt nach hinten gehen, damit ich da mehr Mikro. Ja, ihr seht jetzt das Stück Brecht abgewickelt. Ja, Herr Plomberg, darf ich Ihnen zuallererst ganz, ganz herzlich zu Ihrem riesigen Erfolg gratulieren, zu Ihrer phänomenalen Regie bei Lieblings aufgeregt. Herr Plomberg, haben Sie diesen Jubel erwartet? Haben Sie damit gerechnet, dass Ihnen eine gesamte Nation zu Füßen liegen wird nach dieser Jahrtausendaufführung? Das muss doch der Wahnsinn für Sie sein. Nun, danke, danke. Ob es eine Jahrtausendaufführung war, wird man objektiv wohl erst in 1000 Jahren sagen können. Ach, Herr Plomberg, Sie sind so bescheiden, aber die Presse überhäuft Sie mit Lobeshymnen. Sie haben den Deutschen Bertolt Brecht geschenkt, den verkannten Bertolt Brecht. Ihre Inszenierung der Mutter ist fürs Theater wie Beethovens Neunte für die Musik. Ein ewiges Kulturgut an die deutsche Nation, schreibt die FAZ. Wie kamen Sie nur auf die grandiose Idee, die Mutter Pelagia mit Angela Merkel zu besetzen? Das war Zufall. Merkels Publicity-Berater rief mich an, ob ich nicht eine kleine Nebenrolle für die Merkel hätte in einem sozialen Stück. Ihre Umfragewerte bedürften der Pflege. Sofort hatte ich die Vision, Merkel die Mutter spielen zu lassen. Und Ex-Kanzler Gerhard Schröder als ihren Sohn Pavel zu gewinnen für ihr Stück, das war doch sicherlich ganz schwierig für Sie. Oh, leichter als man glauben möchte. Sehen Sie, unser Hauptsponsor ist die Deutsche Bank. Somit waren Herrn Schröders Gagenvorstellungen für uns kein Problem. Außerdem hat Schröder die Vorstellung gefallen, endlich einen richtigen Revolutionär spielen zu dürfen. Das war gut für sein Ego. Wahnsinn! Aber einen echten Bischof zu überreden, dass er mit einem weißen Elefanten über die Bühne reitet, das war doch sicherlich nicht leicht, oder? Ganz im Gegenteil. Schauen Sie, die Aufführung fand hier in Regensburg auf der ehemaligen Papstwiese statt, gleich unterm Papstkreuz. Der örtliche Bischof Müller hätte, um mitmachen zu dürfen, auf der Bühne sogar einen Männerstrip hingelegt. Ja, jetzt übertreiben Sie aber ein bisschen. Ganz im Gegenteil, alle wollten Sie mitmachen. Es war wie eine Welle. Gloria von Turn und Taxis rannte mir die Bühne ein, der Gewerkschaftsboss Sommer, die Feministin Alice Schwarzer, Porsche-Chef Wiedeking, Joschka Fischer, Harald Schmidt, Arbeitgeberpräsident und. Alle wollten sie dabei sein bei der Neuentdeckung Brechts. Aber es gehörte zu Ihrem Konzept, dass auch die kleineren Leute mitmachen durften. Ja, ein Streikbrecher wurde zum Beispiel vom örtlichen SPD-Chef Wohlbergs dargestellt. Der fühlte sich in seiner Rolle pudelwohl. Ja, keine Frage, aber warum durfte Bürgermeister Scheidinger eine Frauenrolle spielen? V-Effekt, Verfremdungseffekt für die theaterferneren Zuschauer im Saal. Sein dichter Schnurrbart sollte irritieren, was er auch tat. Ha,
ha, ha. Die Dummspatzen als Arbeiterchor, auch ein V-Effekt. Nö, das war Erpressung. Erpressung. Die Spatzen sagten, wenn sie nicht mitmachen dürfen, weinten sie's beim Papst. Na, da hab ich mal nicht mit mir reden lassen wollen, ha, ha, ha. Wahnsinn. Ja, die Simultanübertragung auf allen Fernsehsendern in ganz Deutschland, ihr Stück. Man schätzt sogar, dass ihr Stück mehr Leute gesehen haben als das WM-Endspiel im Fernsehen. Ja, Brecht ist endlich im Schoß unserer Gesellschaft angekommen. Er ist der Superstar des neuen Jahrtausends. Neben Beethoven, Wagner, Günter Grass, Mozart, Dieter Bohlen. Er ist der Shakespeare des 21. Jahrhunderts. Wahnsinn! Aber Herr Blomberg, um so ein gigantisches Werk auf die Bühne zu bringen, muss doch die Beziehung einzigartig sein. Was verbindet Sie persönlich mit Bertolt Brecht? Ich habe eine sehr spezielle Beziehung. Schon seit frühester Jugend war ich von Brecht fasziniert. Seine schicke Brille, die übrigens aus Titan und furchtbar teuer war, sein modisches Outfit, hier war Trendsetter. Alles stinkt teuer und vom Feinsten. Und trotzdem wirkte seine Kleidung arbeiternah, raffiniert. Viele Unternehmen haben später seine Methode übernommen, haben Che Guevara-T-Shirts gedruckt, griffen die revolutionären Träumereien der Unterschicht auf und münzten diese produktiv in Gewinn um. Und natürlich hat mich Brechts Wirkung auf Frauen fasziniert. Und natürlich hat ihn Brechts Wirkung auf Frauen fasziniert. Übrigens habe ich über diesen Weg Brecht endgültig verstanden. Übrigens hat er über diesen Weg Brecht endgültig verstanden. Nichts wird so sexy wie heroisches Revoluzertum. Nichts wird so sexy wie heroisches Revoluzertum. Damit hat er jede Frau geknackt. Damit hat er jede Frau geknackt. Dichtung und Revolution. Da kann keine widerstehen. Dichtung und Revolution, da kann keine widerstehen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und seitdem war für Sie klar, dieser Autor oder keiner, oder? Dieser Autor und sonst keiner. Aber lassen Sie mich sagen, die Mutter, was möchten Sie noch zur Mutter sagen? Die Mutter ist Brechts Meisterstück. Keines sagt auf den ersten Blick so eindeutiges aus und ist doch mit so vielen doppelten Bühnen ausgestattet. Nehmen wir nur das Lied von Chor, das Lob des Kommunismus. Was gibt es da zu deuten? Scheinbar mochte Brecht den Kapitalismus wirklich nicht. Ja, und wie sind Sie auf die wirkliche Aussage gestoßen? Brecht hat selbst den Weg gewiesen. In den Rundköpfen und Spitzköpfen lässt er den beinahe gleichen Text von einer Dame von Adel und anschließend von einer Prostituierten sprechen. Und siehe da, der Inhalt verkehrt sich in sein Gegenteil. Das ist der Schlüssel. So muss man Brecht lesen. Das Lob des Kommunismus von Frau Merkel vorgetragen, bringt die Wahrheit ans Licht. Die da lautet, der Kapitalismus ist zu loben. Genial! Brechts Mutter ist die prächtigste Komödie. Was haben wir gemacht? Nehmen Sie nur den Satz. Wie er seine Lage erkannt hat, wie soll er aufzuhalten sein? Oder er, der Kommunismus, ist das Einfache, das schwer zu machen. Oder meine Lieblingsstelle. Die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen. Das war schön. War es nicht schwierig, die vielen verschiedenen Köpfe unter einen Hut zu bringen? Gewiss, gewiss. Aber es war auch lustig. Eines Abends kam Ursula von der Leyen zu den Proben und wollte unbedingt über Politik reden und schwafelte irgendwas von demografischer Entwicklung. Schröder fuhr ihr sofort übers Maul. Wenn sie nicht auf der Stelle still sei, werde er auf offener Bühne Bildungsministerin Schawan so oft schwängern, bis diese mit von der Leyen gleichgezogen habe.
Bei der Vorstellung von Schröder Schaban-Zombies hat's von der Leyen glatt die Sprache verschlagen. Dieser Macho, man kann er doch selber nicht machen. Die Merkel und der Herr Schröder, haben sich die gut vertragen auf der Bühne? Merkel und Schröder waren ein Herz und eine Seele. Bis in die Morgenstunden haben sie sich gegenseitig Brechts Texte vorgelesen und die Bäuche gehalten. Sie waren wie Kinder, die endlich ihr Traumspielzeug bekommen haben. Diese Zweisamkeit wird uns allen unvergessen bleiben und hat die ganze Gruppe geprägt. Und diese lockere, harmonische Grundstimmung hat sich auf die ganze Bühnendarstellung übertragen? Ja, natürlich. Ich habe nie ein ausgelasseneres Schauspiel gesehen als diese Aufführung von Brechts Mutter. Es war phänomenal. Übrigens hat die Aufführung inzwischen schon viele Nachahmer gewonnen. Präsident Bush hat eine Inszenierung bei mir in Auftrag gegeben, natürlich mit seiner Außenministerin in der Hauptrolle. Der ganze Führungsstab spielt mit. Aufführungsort soll Venezuela sein. Die Invasion wird bereits vorbereitet. Brechts Mutter ist die Mutter eines neuen Zeitalters. Oh, das haben Sie jetzt aber sehr schön gesagt. Ja, Brechts Mutter ist die neue Nationalhymne aller fortschrittlichen Länder dieser Welt. Brecht hat die Welt mit seiner Kunst vereint. Damit ist er unsterblich. Und Sie haben diesen Brecht entdeckt, Sie ganz allein. Es ist Wahnsinn! Ja. Kennen Sie eigentlich Brechts Liebesgedichte? Ja. Ich habe ein Heimstudium gelesen. Aber wahrscheinlich nur die braven, romantischen. Brecht hat aber auch Pornografie geschrieben. Wussten Sie das? Nein. Soll ich sie Ihnen vielleicht vorlesen? Ja. Okay.
verdammt nochmal als Bühnentheater, also wir haben